Können wir ganz kurz noch gucken auf die aktuellen Kriegshandlungen in der Ukraine selber? Denn Sie haben es ja auch gesagt, die Krim ist ein Nebenkriegsschauplatz. Wie sieht es aus? Kann man auch von einer Gegenoffensive der Ukraine sprechen in Bereichen des Donbass? Im Donbass eigentlich nicht. Da sieht man Tag für Tag, dass die Russen kleine Vorstöße machen mit begrenztem Erfolg, manchmal aber auch wieder zurückgeschlagen werden. Im Übrigen, der Laie, der stellt sich vor, Krieg, Truppenteil gegen Truppenteil. Das ist ja zum Teil ein Krieg auf Abstand mit Artillerie und Raketenwerfern. Und ich habe es hier schon öfter gesagt, das einzige Gebiet, auf dem die Russen überlegen sind, das ist die Feuerkraft, Artillerie, Raketenwerfer, vielfach Masse statt Klasse. Und auf den anderen Gebieten operative Planung und Führung, taktische Geschicklichkeit, Logistik, Moral der Truppe, da sind sie überall unterlegen. Und die Gegenoffensivüberlegungen, die spielen sich eigentlich eher im Süden ab. Und da finde ich es auch völlig legitim und auch unausweichlich, dass die Ukraine zu einem bestimmten Zeitpunkt die Anstrengung unternimmt, sich diese Landbrücke zwischen den Rebellenrepubliken und der Krim wieder zurückzuholen. Man kann nicht von ihr erwarten, dass sie 20% ihres Gebiets abgibt an den russischen Invasoren. Und je mehr man ihr hilft, jetzt auch mit Kampffahrzeugen, Kampfpanzern, Schützenpanzern, Radpanzern und so weiter, umso aussichtsreicher wird das werden. Und die Vorbereitungen für eine Gegenoffensive zur Befreiung von Cherson, die sind recht planmäßig. Ob es nun heute oder morgen oder in ein paar Wochen passiert, das kann ich nicht voraussagen. Das hängt eben auch von der Unterstützung ab. Aber beispielsweise die Zerstörung von Brücken, mit denen die Russen ihre Logistik, ihren Nachschub. Man muss sich das ja vor Augen halten auf der Karte. Eine Sekunde noch. Cherson ist der einzige Ort, der auf der Westseite des Dnjepr ist. Und den muss die Ukraine zurückgewinnen, weil auch Russland dort gerne mit Russifizierung und Rubelisierung und Passportisierung, wie man immer sagt, eine weitere autonome Republik, die es dann einkassieren kann, schaffen möchte. Die Analyse bei uns im Studio mit Dr. Klaus Wittmann, Historiker und General AD. Wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch. Danke Ihnen. Und Ihre Informationen.